Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen weiteren Einblick, ungefähr eine Viertelstunde lang, in eins unserer EEG 2023 Seminare. Das sind immer so ungefähr zweistündige Veranstaltungen und hier könnt ihr mal eine Viertelstunde reinschnuppern, was wir so im Juni zum EEG 2023 zu sagen hatten. Und wenn man sich die Wertschöpfungskette, die Lieferkette anschaut von Solar und Wind, da haben wir auch da natürlich noch Verbesserungsmöglichkeiten. Auch gerade bei Batterien sind wir immer noch nicht ganz optimal da. Aber das sind Themen, die jetzt mit klareren Zielen auch, denke ich, von der Wirtschaft, von Industrie, von Forschung deutlich stärker angegangen werden. Und wo wir dann in ein paar Jahren die Effekte sehen, dass dort eine Gesamt-Nachhaltigkeit deutlich besser noch stehen wird. Die Gesetzespakete letztendlich enthalten Maßnahmenbündel und das sieht man eigentlich schon, wo der Schwerpunkt gelegt ist. Du hast gerade von Wasserkraft gesprochen, das taucht hier nicht auf. Du hast von Biomasse gesprochen etc. Schwerpunkt scheint jetzt im Moment wirklich Solar- und Windenergie zu sein, weil man damit auch den größten Bereich, denke ich, auch steigern kann. Ja. Gerade Windenergie an Land wird ein großes Thema sein. Das taucht auch nicht im Osterpaket auf, sondern das wird oder wurde erstmal mehr an den Sommer verschoben, weil man da verschiedene Sachen auch noch zu klären hat. Mhm. Gerade das Thema Abstandsflächen etc. kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Also der Schwerpunkt ist hier klar, Solar- und Windenergie an Land. Wird man oder hat man die meisten Ausbaupotenziale für die Zielerreichung, die man anstrebt. Und das sieht man gerade dann auch beim Thema Solar, wenn es um spezielle Solaranlagen geht. Da werden wir auch nochmal ein Wort verlieren. Ja, und dass man auch bei dem Thema Finanzierung verschiedene neue Regelungsansätze verfolgt, ist, glaube ich, auch klar. Wir haben hier mal einen genannt, das sind die Differenzverträge, also eine Art Subventionsmodell, um das Thema erneuerbare Energien noch besser im Markt umzusetzen. Tja, und Freiflächenanlage, zusätzliche Flächen, also spannendes hier, Thema. Genau, hier gibt es ja zum Beispiel den Punkt landwirtschaftliche Flächen auf ehemaligen Moorböden. Für einen Landwirt, der wird sagen, toll, weil ich kann dort nicht, also Erträge erwirtschaften, kann ich da zwar auch schon, aber sie sind nicht so gut wie auf einem normalen Feld, sage ich mal, unter normalen Bedingungen. Und da jetzt dann zu sagen, okay, ich nutze das für Solaranlagen, um dort entsprechende Einnahmen auch für mich zu generieren, dann ist das eine Möglichkeit, wenn der Naturschutz eingehalten etc. wird, um da zusätzlich zu Anlagen zu kommen, die ja dringend benötigt werden und die bis jetzt dann nicht gingen. Dass die Steuerung bei den Bundesländern weiterhin bleibt, muss man dann gucken, ob das wiederum zu einem zu einer Bürokratie führt, weil jedes Land das anders macht. Aber ich glaube, da hat der Habeck schon eine gewisse Einfluss dann drauf, dass das auch passiert. Und die besonderen Solaranlagen, da zählen zum Beispiel die Agri-PV dazu, also die landwirtschaftlichen Anlagen. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, dass man hier von Anfang an nicht den Fehler macht wie bei der Windenergie, die Bürger, die Leute, die Anwohner da nicht mit reinzunehmen, sondern von Anfang an auch für dieses Thema wirbt und sagt, okay, um was geht es dann überhaupt? Ne? Weil viele würden sich jetzt vorstellen, okay, habe ich dann nur noch Felder, die mit Solaranlagen vollgestellt sind? Das ist nicht der Fall, sondern 85% der Fläche sollen weiterhin landwirtschaftlich nutzbar sein. Und 15%, und da liegen dann praktisch noch Doppelnutzung. Also ich habe meine Solaranlage und unten drunter wachsen meine Erdbeeren, meine Kartoffeln oder was auch immer. Und wenn man es dann noch unter dem Gesichtspunkt sieht, dass der Landwirt ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob es 10 und 20 Jahre sein wird, aber der wird irgendwann auch keinen Dieseltraktor mehr haben, sondern einen Elektrotraktor. Und wenn der dann seinen eigenen Strom für seinen Traktor erzeugen kann, warum denn nicht? Und der nicht erst über kilometerlange Leitung geliefert werden muss, sondern praktisch schon am Hof betankt werden kann oder beladen werden wird. Das sind alles Sachen, die sehr spannend sind und dass die eine höhere Kostenstruktur haben, die Anlagen, ist, glaube ich, jedem einleuchtend. Und dass es dafür einen Bonus gibt, wenn die Anlagen ausgeschrieben werden. Vollkommen richtig. Genau. Ich meine, wenn wir über solche besonderen Anlagen sprechen, Parkplatzanlagen sind natürlich auch ein Thema. Da müssen wir eine gewisse Beständerung schaffen, die dann über den Parkplatz an sich steht. Darauf sind die PV-Anlagen. Das ist super interessant für Elektromobilitätsladung wiederum auf einem Parkdeck, auf einem Parkplatz, klar. Aber auch natürlich auch für eine direkte Einspeisung. Aber es hat auch so schöne Nebeneffekte, dass es natürlich einen Schattenwurf auf den Parkplatz bringt. Jeder weiß, gerade jetzt im Hochsommer, wie es ist, in ein Auto zu steigen nach ein paar Stunden, wie es da in der Sonne stand. Das könnte hier sogar ganz, ganz nette Nebeneffekte mit sich bringen. Die schwimmenden Anlagen sind natürlich mit Aufwand verbunden, ganz klar. Die müssen schwimmen können. Man muss also in einem See, in einer Wasserfläche, die dafür geeignet ist,
PV-Anlagen so anbringen, dass die dort dauerhaft praktisch bleiben, über Wasser bleiben, haben im Zweifel wunderbare Möglichkeiten, dort den Strom aufzunehmen. Nicht wundern, unser Bürohund hört gerade irgendwas von draußen und hat sich kurz aufgeregt. Vielleicht mag sie keine schwimmenden PV-Anlagen, das weiß man auch nicht. Aber auch gerade Agri-PV ist nicht uninteressant. Gerade die landwirtschaftlichen Flächen, wo du ja sagst, manchmal ist auch eine Fläche nach ein paar Jahren für eine wirklich wirtschaftliche Nutzung nicht mehr geeignet. Und gerade da kann der Landwirt, der oftmals ja auch schon ein Energiewirt mitten nebenbei ist, hier auch seine Chancen sehen, hier vielleicht ganz wunderbar Anlagen bauen zu können und die noch ein bisschen besser oder einfacher vergütet zu bekommen, als das so bisher sonst der Fall gewesen wäre. Ja, Herzstück des Osterpakets. Das im Grundsatz, ja. Ne, erneuerbare Energien liegen im überragenden öffentlichen Interesse und sollen gefördert werden entsprechend. Sie sollen aber auch entsprechend sicher sein, denn wir wollen ja mit Strom versorgt werden. Das ist so zentral wichtig, wenn man dann wieder mit Verwaltungen spricht, mit Bauämtern spricht und so weiter. Wenn die bundesweite Vorgabe ist, dass Erneuerbare öffentliches Interesse tragen, dann ist das so ein, dann ist es wie ein Schalter, der eine Wichtigkeit mit sich bringt in der Planung. Ne? Man kann am Ende natürlich trotzdem noch definieren, wo ist dann die Grenze hin zu, ich werde es sofort bearbeiten oder ich werde es trotzdem noch auf einen Stapel legen. Aber wir haben eine große Hoffnung, dass mit allein dieser Definierung als öffentliches Interesse und Teil der öffentlichen Sicherheit, was ja zu Recht auch so gesagt wird, dass man damit Geschwindigkeit einfach mit sich bringt und Hürden abbaut, bürokratische Hürden abbaut, die hier vielleicht dann auch in den Bauämtern und Co. in den Genehmigungsebenen dann nachher nicht mehr so vorgeschoben werden, wie wir es in der Vergangenheit immer wieder auch gesehen haben, auch jetzt wir als Projektierer. Haben das oft von anderen verpartnerten Genossenschaften gehört. Es ist manchmal Monate oder Jahre sind vergangen, ehe man wirklich dazu kam, mal eine kleine, schicke Anlage bauen zu können. Mhm. Ja, und das soll in Zukunft einfach gar nicht mehr passieren. Man hätte an der Stelle auch festgestellt, okay, es lassen sich ja auch Maßnahmen parallel miteinander verbinden und die können parallel ablaufen. Genau. Um einfach schneller ans Ziel zu kommen. Ne? Und so. Ja, auch das ist halt am Ende Bürokratie. Ne? Einmal muss das Papier hier fertig bearbeitet werden, dann geht es dorthin. Nee, man kann auch vielleicht zwei virtuelle Papiere gleichzeitig bearbeiten. Ne? Das ist gar kein Problem. Letztendlich läuft es ja schon auf die Richtung. Wir hatten am Anfang diesen sperrischen Gesetzestext, ne? vom Namen her. Und das hat man jetzt schon mal ins Osterpaket reingepackt. Das ist besonders wichtig. Wir wollen also die Stromversorgung, wir wollen das jetzt hier schon mal sagen, sie soll vollständig aus erneuerbaren, nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien bestehen. Wir wollen, dass es im öffentlichen Interesse liegt, dass es entsprechend sicher ist. Und wir wollen bestimmte Schwerpunkte setzen. Einer dieser Schwerpunkte ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Da wird es also neue Flächen für den Ausbau geben. Die Beteiligung der Kommunen für Wind an Land und Photovoltaik soll entsprechend gesteigert werden. Die soll auch was davon haben, von den Erträgen beispielsweise. Super wichtig. Ja. Diskutiert wird auch, den Bürger mit dran zu beteiligen an den Erträgen, die aus erneuerbaren Energienanlagen sind, die direkt aus seiner direkten Umgebung sind, was eventuell auch den Widerstand gegen die ein oder andere Anlage vielleicht eindämmen könnte. Windschwache Standorte, da muss man gucken, inwieweit dann eine Anlage sich dort lohnt, aber erschließen kann man sie auf alle Fälle. Genau. Und mit Rahmenbedingungen für den Ausbau von Photovoltaikanlagen, da kannst du vielleicht im Rahmen Bürgerenergie dann später noch was dazu sagen. Ja, genau. Also wir haben auch beim Thema der Standorte für Wind auch viele andere Aspekte gehabt. Der Habeck hat auch als eine der ersten Maßnahmen für sich so gesehen, er spricht mit weiteren Bundesinstitutionen, auch zum Beispiel der Bundeswehr darüber. Es gibt Flächen, die bisher zum Flugschutz zum Beispiel immer gar nicht vorgesehen waren für Windenergieanlagen. Das aber eben teilweise auf Erkenntnissen beruhte, die auch wieder nichts mit unserer Realität zu tun haben, ähnlich wie beim Infraschall. Und hier eben auch dann Flächen sehr schnell vielleicht zur Verfügung stehen können, die dann eben auch unkompliziert bebaut werden können, weil die gehören dem Bund. Und da kann man eventuell sehr schnell zur Ausschreibung dann auch übergehen, ohne viel noch Bebauungsgesetzgebung hier vielleicht angehen zu müssen. Aber eben auch einfach Standorte genauer zu finden und zu beschreiben, die jetzt vielleicht nicht als allererste in Frage kommen,
aber die eben tatsächlich trotzdem in Summe und in Beteiligung mit vielleicht noch einem daneben stehenden Solarpark trotzdem eine riesige Rolle spielen können für die dezentrale Erzeugung von Strom. Und die brauchen wir eben an allen Stellen, überall. Wir brauchen in jeder Stadt, in jedem Landkreis brauchen wir Anlagen, die eben dafür sorgen können, dass wir ein absolut sauberes, nachhaltiges und versorgungssicheres System hier aufbauen können. Das Energiewirtschaftsgesetz. Genau, wir haben dann zum Schluss hier noch das EnWG und die anderen Gesetze, die wir vorhin mal kurz genannt haben, noch mit aufgeführt. Beim EnWG ist das Thema Stärkung der Endkunden, hatten wir ja gerade schon mal angesprochen, ein ganz wichtiges Thema. Und in dem Zusammenhang die Neustrukturierung der Grundersatzversorgung. Wer bedingt jetzt durch auch die, ja, den Ausfall des ein oder anderen Lieferanten und dem Thema, ja, der Kunde fällt dann in die Ersatzversorgung und für einen Grundversorger ist es natürlich dann relativ schwierig, die Masse an Kunden dann auch verarbeiten zu können und die Energie einzukaufen, ist es zu einer Entwicklung gekommen, die ich persönlich als sehr positiv empfinde, dass man darüber, wo man schon jahrelang diskutiert hat, nämlich die Grundersatzversorgung mal zu trennen, das dann jetzt auch wirklich in Angriff genommen hat und entsprechende Regelungen auch erfasst. Eine dieser Regelungen ist, dass die Bundesnetzagentur mindestens 3 Monate im Voraus darüber Bescheid wissen muss, welcher Kunde ist betroffen. Also ich kann nicht heute sagen, ich bestelle die Lieferung meiner Kunden ein und morgen ist das dann so, sondern ich brauche eine entsprechende Vorlaufzeit, was dann wiederum auch für die entsprechenden Grundersatzversorgung die Möglichkeit gibt, handeln zu können und Energie einzukaufen, die Kunden dann entsprechend auch zu versorgen. Genau. Also theoretisch ist es natürlich trotzdem möglich, das zu tun, aber jetzt haben wir eine klare Regelung und werden dann eine klare Regelung haben, was für Strafen dann in Frage kommen. Die Bundesnetzagentur kann ja über verschiedene Eskalationsstufen verwarnen, abmahnen, dann auch natürlich Strafzahlungen auf Versorger und Netzbetreiber beziehen, die eben nicht ihrem Job nachkommen. Wir haben das in den vergangenen, ich sag mal, im vergangenen Jahrzehnt eher gesehen bei sehr fadenscheinigen Discountern zum Beispiel, die eben dann vielleicht auch mal ihre Umlagenzahlungen nicht ordentlich gemacht haben und ähnliches. Da ist immer noch Care Energy, ist vielen immer noch ein Begriff, ganz klar. Aber jetzt hatten wir in den letzten Monaten wirklich riesige Effekte. Ich war bei einem Versorger als Consultant mit dran, der von heute auf morgen 17.000 Kunden in die Ersatzversorgung bekommen hat. Das tut unglaublich weh. Also das ist für solche Häuser praktisch nicht zu bewältigen, diese Energiemengen dann spontan an der Börse einzukaufen. Auch wegen natürlich da Kaskadeneffekten. Diese Energiemenge gibt es vielleicht sogar günstig. Die ist aber immer noch im Portfolio eines nicht mehr tätigen Versorgers, ehe das wirklich wieder an den Markt zurückkommt. Ist im Zweifel hier die Zeit schon wieder vergangen und ein nächstes Kraftwerk wird angefordert und dann ist es extra teuer. Das Ganze aber eben auch weiterzudenken an den Endkunden. Ne? Im Zweifel betrifft das dann viele Einzelschicksale, die ja keine Ahnung davon haben, was das bedeutet, dass sie jetzt in die Ersatzversorgung fliegen und dass sie jetzt aktuell ja vielleicht auch gar nicht wirklich einen lukrativen, normalen Vertrag bekommen können, weil eben viele Anbieter sagen, nee, wir nehmen immer noch keine Neukunden auf, die jetzt nicht zumindest bei uns in der Grundversorgung wären. Und dann landen die halt in einem Tarif, der im Zweifel doppelt so teuer ist wie ihr voriger, an den sie geglaubt haben, der ihnen irgendwie gut vorkam. Und neben den Häusern, die, ich sag mal, wirklich in eine komplette Insolvenzverwaltung zum Beispiel übergegangen sind oder wirklich ihre Existenz eingestellt haben, gab es ja auch Versorger, die einfach ja unter sehr fadenscheinigen Gründen Kunden abgebaut haben. Und das ist eigentlich nicht zulässig in dem Sinne. Ich muss mal kurz zum Hund gehen, du kannst ja mal den nächsten Punkt machen. Natürlich. Das ist das, was der Herr gerade meinte, dieses Thema Stärkung der Bundesnetzagentur, die entsprechende Aufsichtsbefugnisse da hat und weiterhin bekommen wird. Und das Thema Ersatz und Grundversorgung hatten wir auch gerade angesprochen, dass das voneinander abgegrenzt wird. Ein Kunde, der also von einem solchen Lieferanten kommt, der seine Belieferung einstellt, kommt definitiv erstmal in die Ersatzversorgung und kann dann erst später in die Grundversorgung kommen, nämlich nach 3 Monaten, wenn die Ersatzversorgung endet. Grundsätzlich wichtig an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, dass das Thema Ersatzversorgung preislich dann vom entsprechenden Grundversorger ganz anders bewerkstelligt werden kann. Man hat dann praktisch zu verschiedenen Terminen auch unterschiedliche Preise für die Ersatzversorgung, was ja bis jetzt nicht der Fall war. Da war es ja meistens so, dass Ersatz- und Grundversorgungstarif gleich waren. Und da gab es dann übers Jahr hinweg auch keine Unterschiede. Komme ich jetzt am 1. Juli in die Ersatzversorgung oder am 1. August wird später dann mal ein anderer Preis unter Umständen sein, je nachdem wie die Preise für die Energiebeschaffung dann auch waren. Ich glaube, das ist für den Fortbestand der Grundversorgung und der Grundversorger immens wichtig, diese Preise dann auch abbilden zu können. Und letztendlich auch ja, für den Kunden natürlich schwieriger,
Aber um das Thema, was wir vorhin genannt hatten, was hier auch nochmal mitsteht, nämlich dass die Bundesnetzagentur dann auch die Aufsicht hat, es geht dann auch darum, dass die Grundversorger dann das natürlich transparent machen. Also ich muss dann auch nachweisen können, welcher Satzversorgungspreis galt zu welchem Termin. Ich kann ihn natürlich entsprechend anpassen monatlich. Das ist auch gut für die Ersatzversorger. Aber ich muss es auch transparent dem Kunden gegenüber machen, weil es dann unterschiedliche Preise eben zu unterschiedlichen Terminen gibt. Genau. Es gibt jetzt auch zum Oktober in der sogenannten MAKO 2022, Marktkommunikation 2022, gibt es dann eine Prozessanpassung in der Anmeldung zur Grund- und Ersatzversorgung, wenn zwischen dem Versorger und dem Netzbetreiber dieser Informationsaustausch läuft. Da kann der Netzbetreiber ja sagen, hey, der bisherige Lieferant ist nicht mehr da, lieber Grundversorger, du kriegst jetzt diese Marktlokation zugeordnet und wir würden vermuten, dass das jetzt eine Ersatzversorgung ist. Und ein Grundversorger kann dann nachher immer noch entscheiden anhand der Daten, die ihm jetzt vorliegen, nehme ich den Kunden in die Ersatzversorgung, die im Zweifel kürzer und teurer ist, oder kann ich den gerade sinnvoll in mein Portfolio eingliedern und in Absprache mit einem Kunden kann man ihn im Zweifel auch sofort in einen Grundversorgungstarif überführen, weil der eben sagt, ja, ich will dauerhaft bei euch bleiben. Ja, und dann könnte das auch so zurück gemeldet werden und dann ist hier eben auch eine bessere Möglichkeit gegeben, unter diesen Rahmenbedingungen und damit operative Umsetzung in der Prozesswelt, in der IT-Welt, die Kunden fair zu behandeln und gleichzeitig als Versorger fair aufgestellt zu sein. Weil die Grundversorger hatten es jetzt in dieser Zeit wirklich, wirklich schwer und die Portokassen sind leer. Ich hatte ja auch immer vor Monaten auf YouTube gesagt, ne, wenn die EEG-Umlage wegfällt, ist es spannend, ob zum Beispiel ein paar Monate lang die Grundversorger das Geld dann mal bei sich behalten könnten, um da ein bisschen wieder besser dazustehen. Aber nein, es muss ja sofort weitergegeben werden. Da haben wir trotzdem jetzt einige Häuser, auch sehr große Häuser, die wirtschaftlich nicht so besonders gut dastehen. Und wir können hier zumindest dann die Grundlage dafür schaffen, dass diese großen Häuser nicht wegfallen. Weil das wäre dann ein Kaskadeneffekt, ein Negativstrudel, den wir nicht mehr aufhalten könnten. Wenn mal so ein mittelgroßer plötzlich weg wäre. Ne? Keine Chance. Genau. Solche Veranstaltungen werden wir in diesem Jahr praktisch jeden Monat durchführen. Einerseits zum EEG, aber auch zum Smart Metering, zur Marktkommunikation und anderen Themen, die eben regelmäßig wichtig sind und die eine dauerhafte Veränderung mit sich bringen. Da wollen wir eben einmal im Monat einen Einblick gewähren. Neben den Live-Veranstaltungen könnt ihr aber auch die Aufzeichnung kaufen und genau darum geht es eben auch. Hier unten ist dann der Link zu unserem Shop und da könnt ihr die Aufzeichnung für diesen Event aus dem Juni noch beziehen. Damit bekommt ihr auch Zugriff auf ein Austauschforum, ein Fragenforum zum EEG und da könnt ihr mit einerseits anderen Kollegen, aber auch mit uns in den Austausch gehen darüber, was da vielleicht noch unklar ist und welche Entwicklungen da noch vorstehen. Also, wenn euch das interessiert, wenn ihr solche Veranstaltungen mögt, dann gerne einfach hier unten in die Videobeschreibung gehen und die Aufzeichnung aus dem Juni kaufen, vielleicht auch die aus dem Mai und demnächst gibt es auch noch Bündelprodukte, wo ihr dann einfach über ein Abo alle Vorträge, alle weiteren Veranstaltungen und Unterlagen zu dem Thema genießen könnt. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liked das Video, abonniert den Kanal, geht auf die nächsten Videos auf unserem Kanal, schaut euch alles an, was wir hier so veröffentlichen und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.